Für ihr Alter von 40.000 Jahren hat sie sich sensationell gut gehalten. Diese kleine, kurvenreiche Frau, die Venus aus dem Hohlefels, ist die älteste Skulptur der Menschheit. Gefunden wurde sie in einer Höhle auf der Schwäbischen Alb. Doch wer hat sie geschnitzt? Wie ist sie entstanden? Der Archäologe, der sie gefunden hat, geht gemeinsam mit einem Literaturwissenschaftler in dem Buch Die Venus aus dem Eis dieser Frage nach und die beiden kommen zu einem verblüffenden Ergebnis: durch Migration. Denn erst durch die Konfrontation mit dem Fremden drängen sich Fragen auf. Wer sind wir? Was unterscheidet uns von anderen? Womit können wir uns abgrenzen? Genau diese Fragen könnten der Ausgangspunkt für Kreativität, für die Entstehung von Instrumenten, Skulpturen, Malerei, kurz für die Kultur gewesen sein. Wir ahnten es schon. Migration macht nicht dümmer, sondern klüger. Warum das schon seit der Eiszeit so ist, dazu Philipp Rimmele. Könnten wir mal eben 40.000 Jahre zurück in die Vergangenheit reisen, wir würden unsere Welt kaum wiedererkennen. Als der moderne Mensch ins eiszeitliche Europa einwandert, erstrecken sich die Alpengletscher bis weit nach Süddeutschland. Nicht gerade das Paradies. Trotz des rauen Klimas ist der Homo sapiens nicht allein. Der Neandertaler behauptet sich hier bereits seit einigen hunderttausend Jahren. Perfekt angepasst und intellektuell ebenbürtig. Die Konfrontation beider Menschengattungen könnte die Initialzündung für einen kulturellen Urknall gegeben haben. Kunst, Musik, vielleicht sogar Religion wurden zu einer Zeit erfunden, als ein Migrationshintergrund noch die normalste Sache der Welt war. Im Hohlefels bei Blaubeuren entdeckte der Archäologe Niklas Konrad mit seinem Grabungsteam die älteste Zeugin jener kulturellen Morgenröte. Im September 2008 wurde genau an dieser Stelle die Venus von Hohlefels entdeckt. Es war nicht in ein Stück, sondern in 9 Stücke und wurde über mehrere Tage entdeckt. Die älteste Skulptur der Menschheit ist gerade mal wenige Zentimeter groß, hat Körbchengröße Doppel-D, aber keinen Kopf. Wer hat sie geschaffen und warum? Fragen, auf die die Archäologie keine Antwort hat. Um das Rätsel zu lösen, wie die Kultur in die Welt kam, hat sich Konrad den Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer mit ins Boot geholt. Gemeinsam haben sie das Drama um die Erfindung der menschlichen Kultur zu einem packenden Roman verdichtet. Die Frage, warum die Kunst, Musik und viele Innovationen hier entstanden sind, vielleicht sogar frühe Hinweise für Religion und andere Sachen, haben wir hier sehr früh dokumentiert, ab 40.000 Jahren vor heute. Warum ausgerechnet hier? Gut, wir haben eine wunderbare Forschungstradition und vielleicht eine bessere Datengrundlage als viele andere Gegenden, auch gute Erhaltungsbedingungen. Aber unabhängig davon ist es möglich oder sogar wahrscheinlich, dass aus zwei Menschenformen zusammenkamen, Neandertaler und modernen Menschen. Die haben die gleichen Bedürfnisse, benutzen die gleichen Ressourcen, jagen die gleichen Tiere, insbesondere Rentier und Pferd, aber auch andere Tiere. Und in der Ökologie können nicht zwei fast identische Organismen eine Nische gleichzeitig besetzen. In den Eingeweiden der Schwäbischen Alb kommt es zum Clash der Kulturen. Statt sich gegenseitig die Schädel einzuschlagen, zwingt der harte Winter zusammen, was eigentlich nicht zusammengehört. Homo sapiens und Neandertaler beginnen voneinander zu lernen. Im Buch wird eine junge Neandertalerin zur Mittlerin zwischen beiden Gruppen, zum Katalysator kultureller Evolution. Das fand ich jetzt dieses Teil sehr aufschlussreich, weil relativ wenige Menschen aufeinandertreffen. Da ist es überhaupt nicht plausibel, dass man den anderen totschlägt, sondern man möchte ihn ja, man wird stärker. Wenn aus 15, 30 werden, ist, wenn das gelingt, ist man ein viel stärkerer Verband. Erst die Konfrontation mit dem Fremden schärft den Blick aufs eigene Ich. Ohne die Ausbildung einer eigenen Identität gibt es auch keine Kultur. Unsere Kultur hat mit Übersetzerei begonnen, mit Hin- und Herwenden von Inhalten. Daraus entsteht ein Mehrwert, eine Kontrolle des Wissens. Jedes Wort wird auf seine Bedeutung zweimal befragt. Von daher halte ich ja die Debatte der Gegenwart jetzt für so fruchtlos, weil jeder Migrant, der seine zwei Kanäle öffnet, natürlich einen Mehrwert für die Gesellschaft darstellt. Auf dem Weg vom naturbestimmten Objekt zum selbstgestaltenden Subjekt könnte der Musik eine besondere Rolle zugekommen sein. Mit Tönen schuf sich der Mensch seine eigene Welt. Es
Ausgaben insgesamt Belege für 8 Flöten. Also Musik war gang und gäbe. Große Dichte. Man kann jedes beliebiges Lied, was Sie kennen, egal was es ist, so Beethoven oder sonst was, kann man auf diese Flöte spielen. Und die Kunst ist ja nicht so sehr oder nicht nur Nachahmung der Wirklichkeit, sondern auch Kreation von Wirklichkeit. Das heißt, mit diesen kleinen, unglaublich filigranen Instrumenten konnte man auch eine Stimme gegen die Wirklichkeit setzen. Das heißt, ich kann mich definieren durch meinen Klang, bin nicht nur mehr Rezipient von Wind oder Geheul. Wie der Mensch zum Künstler wurde und damit begann, die Welt nach eigenen Vorstellungen zu formen, davon geben uns die wenigen erhaltenen Artefakte nur eine ungefähre Ahnung. Es gibt sehr viele Themen, die wir als Archäologen gar nicht bearbeiten können. Wir klammern vielleicht 80% das Spannende an der Menschheitsgeschichte aus und konzentrieren uns auf irgendwelche Objekte. Wie viel mag erzählt worden sein auf dieser Welt und sang- und klanglos untergegangen? Aber es ist doch da gewesen. Und ein bisschen ein Plädoyer ist unser Buch schon für eine ausgestorbene Kultur wieder ein Stück weit Würde und Leben und Stimme zu geben. Und das kann die Literatur eben, das kann sie und das muss sie tun. Das Experiment ist gelungen. Die Venus aus dem Eis erzählt spannend und kenntnisreich vom vielleicht einschneidendsten Kapitel der Menschheit und wirft einen Lichtschein auf eine Zeit, die noch überwiegend im Dunkeln liegt. "40.000 Jahre später soll ein Bild oder eine Skulptur vor allem die individuellen Züge zeigen. Wenn Sie die Wahl hätten, sich von einem großen Künstler porträtieren zu lassen, wen würden Sie wählen? Picasso? Da sitzt dann das Auge auf der Schulter. Will man das? Also vielleicht doch eher Andy Warhol? Wen auch immer. Wohl kaum aber kämen Sie auf die Idee, sich von Giacometti porträtieren zu lassen. Will man eine dieser dürren Figuren sein, die wie ein Strich in der Landschaft stehen?